Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal an Bord der gestrandeten USS Constitution stehen geblieben und wurden von Captain Ironsides damit beauftragt, bei den Reparaturen des Schiffs zu helfen. Und wir hatten am Ende der letzten Folge bereits mit dem Bootsmann Bo-San geredet und er benötigt Hilfe mit den Stromleitungen. Und darum werden wir uns das auch gleich mal kümmern. Schauen wir uns hier mal um, was wir machen müssen. Wir müssen ja irgendwelche Stromersatzkabel finden. Und wir haben hier einige Questmarks. Zwei sind hier unten, zwei da hinten und wir haben hier rechts direkt etwas. Eine Metallkiste mit drei neuen Stromkabeln. Stecken wir uns die mal ein. So, dann haben wir den Teil schon mal abgeschlossen. Und vor uns hier ist etwas. Ein Deckel, den wir uns öffnen können. Und die Stromkabel, die wir reparieren können, dann machen wir das direkt. Nein, wir bekommen erstmal etwas zu lesen. Die primären Stromkabel der USS Constitution, über die viele Systeme mit Strom versorgt werden, sind stark beschädigt. Jetzt könnten wir hier nichts tun. Nun gut, deswegen sind wir nicht hier, wir wollen die reparieren. Also können wir hier die neuen Stromkabel installieren. Alternativ könnten wir jetzt hier auch improvisieren. Dafür würden wir Intelligenz 3 oder höher benötigen. Und damit könnten wir dann Ersatzstromkabel besorgen. Nun gut, wir haben die neuen Stromkabel, also installieren wir die. Du ersetzt das beschädigte Kabel durch ein neues Stromkabel. Sehr schön, das war ja einfach. Ein Stromkabel wurde entfernt und wir haben eins von drei abgeschlossen. So, und da hinten scheint direkt der nächste Stromkasten zu sein. Lassen wir uns hier mal auf das nächste Deck fallen und öffnen uns den Deckel und reparieren auch hier die Stromkabel bzw. installieren wir neue Stromkabel. Sehr schön, haben wir das auch schon. Schauen wir uns mal um, wo wir als nächstes hin müssen. Da hinten scheinbar. Da haben wir zwei Questmarks. Aha, ja stimmt, wir sollen noch mit jemandem anders reden. Das ist der Mr. Navigator. Nun gut, wir machen erstmal das hier mit den Stromkabeln weiter, beziehungsweise erstmal zu Ende. Also installieren wir auch hier ein neues Stromkabel. Sehr schön, haben wir das schon. Und unsere Quest aktualisiert sich und wir sollen jetzt wieder mit dem Bootsmann reden. Nun gut, dann machen wir das erstmal, wie gesagt, zu Ende. So, kommen wir jetzt hier hoch? Nee, da sind Kisten. Also müssen wir da hinten lang. Nun gut, das hatten wir ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass man hier ein bisschen zickzack laufen muss, um sich auf dem Schiff zu bewegen. Also gehen wir zurück zu Bo-San und reden noch einmal mit ihm. Da ist er auch schon. Hey, Bootsmann. Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Glückwunsch! Hurra! Aber jetzt sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Okay, er klang eben gerade sehr euphorisch, sehr energiegeladen. Also er freut sich sehr, aber gut, das liegt wohl an seiner veränderten Programmierung. So, jetzt können wir mal fragen, kannst du nichts reparieren, ja? Er hat keine Werkzeuge, aber trotzdem machen wir das mal. Kannst du nichts alleine reparieren? Ihre Kritik trifft ins Schwarze, Madam. Ich fürchte, auf der Schlachterrechnung stehen viele Mr. Handys. Ich flehe Sie an, uns ein weiteres Mal zu helfen. Netzrelaisspulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich. Guten Wind und nachlaufende See! Na, danke schön. So, und jetzt sollen wir eine Netzrelaisspule reparieren oder Ersatz besorgen bzw. kaufen. Ja, nun gut, wir könnten sie wahrscheinlich kaufen, irgendwo finden oder wir könnten nach Country Crossing gehen und dort mal in unsere Werkstatt schauen. Wir sollten ein paar dort eingelagert haben. Nun gut, schauen wir uns aber erstmal um. Wir haben da hinten einen Questmark, dann sollten wir dahin mal vielleicht gehen und uns das mal anschauen. Vielleicht können wir da ja auch improvisieren. Da haben wir auch direkt das Netzrelais. Da heißt es hier: Einige Netzrelais sorgen für die Verteilung der Energie auf die Schiffssysteme. Die Spannung schwankt allerdings stark, da eine der Netzrelaisspulen stark korrodiert ist. Netzrelaisspulen sind recht häufig zu finden und bei vielen Schrotthändlern zu bekommen. Ein geschickter Ingenieur kann die Spule allerdings auch reparieren. Nun gut, wir sind zwar kein Ingenieur, Nora bzw. die Überlebende war vor dem Krieg Anwältin, aber wir haben hier die Möglichkeit, mit Intelligenz 5 oder höher die beschädigte Spule zu reparieren, also wieder zu improvisieren, würde ich mal sagen, auch wenn hier reparieren steht. Versuchen wir es mal. Du schaltest den Strom ab und reinigst die Spule fachmännisch. Danach setzt du die Spule wieder ein und aktivierst das Stromnetz. Die Systeme werden nun wieder gleichmäßig mit Energie versorgt.
Sehr schön, das war ja sehr unkompliziert. Und wir sollen wieder mit dem Bootsmann, also mit Busan, reden. Na, dann machen wir das mal. So kümmern wir uns hier mal darum. Und reden jetzt erstmal wieder mit Busan. Hey, Bootsmann. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Ich würde ja applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hurra, Madame! Hurra! Sehr schön mit den Klatschwerkzeugen. Ja, die fehlen ihm eindeutig. Er hat eindeutig keine Hände. So, jetzt können wir fragen, ob es noch wohl weitere Probleme gibt. Oder können wir sagen, wir sind fertig. Na, fragen wir mal, ob es weitere Probleme gibt. Also kein Problem mehr mit dem Strom? Kein einziges. Er fließt wie ein Gewässer durch unsere Kabel. Ich denke, der Arzt wäre stolz auf uns. Ich benötige keine weitere Hilfe. Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Lenksystem auf dem letzten Loch. Sprechen Sie mit ihm, falls Sie es nicht schon getan haben. Leben Sie wohl! Sehr schön. Die Stromprobleme des Bootsmanns sind behoben und wir sollen jetzt mit dem Mr. Navigator reden. Den haben wir ja eben schon gesehen. Also zoomen wir uns den mal. Der muss ja hier direkt unter uns sein. Ja, da steht er immer noch. Sehr schön. Dann lassen wir uns hier wieder fallen auf das nächste Deck und reden mal mit Mr. Navigator oder Mr. Navigator, wie er ihn genannt hat. Da ist er auch schon. Also sprechen wir mal mit ihm. Ahoi, Soldat! Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflicht. Okay, jetzt können wir hier fragen, warum der Angriff? Damit beziehen wir uns wohl auf den Angriff der Plünderer. Machen wir das mal. Warum haben die Plünderer angegriffen? Plünderer haben Schiff 17 Mal angegriffen. 13% der Schiffssysteme zerstört. 5% des Laderaums zerstört. Logikfehler. Befehle des Kapitäns autorisieren Eliminierung von Plünderern ausschließlich zur Erhaltung des Schiffs. 17 Angriffe und keine Vergeltung. Fragen wir mal danach. Mich wundert das ein bisschen, dass sie nicht irgendwann angefangen haben, zurückzuschlagen. Wenn sie euch 17 Mal angegriffen haben, warum schlagt ihr da nicht zurück? Diese Einheit schlägt umfassende Wartung der Kernprozesse des Kapitäns vor. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Jetzt können wir fragen, wer ihn gestohlen hat. Nun gut, das werden die Plünderer gewesen sein, aber trotzdem, fragen wir mal danach. Wer hat euren Lenkchip entwendet? Lenkchip ist ein Eintrag auf der Liste entwendeter Gegenstände. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar, Madame. Okay, wir sollen jetzt den Lenkchip beschaffen und wir sollen keine tödliche Gewalt einsetzen. Nun gut, ich hoffe, das lässt sich ohne Regeln. Und jetzt wurde uns das Beiboot entsperrt. Nun gut, das Beiboot haben wir beim letzten Mal schon benutzt. Also das haben wir uns selber wohl entsperrt. Nun gut. So, jetzt steht ihr hier auf der Treppe. Glaub nicht, dass wir nach unten kommen. Dann sollten wir wohl übers Oberdeck gehen. Ja, er hatte ja auch gesagt, dass das Beiboot entsperrt ist. Also wenn Warnung, wir das machen, Warnung, gehen wir erstmal hier wieder nach oben. Und dann sollten wir hier, nee, wir müssen da vorne hin, um aufs Oberdeck zu kommen. Eigentlich müssen wir uns auch noch nach dem Zahlmeister umschauen. Aber betreten wir erst einmal Charlestown bzw. das Oberdeck der USS Constitution. Zum Teufel ist ein Schiff da oben hingekommen. Ja, wir sind schon oben, Kate. Vielleicht sollten wir hier rasten. Der Ort gleicht einer Festung. Das ist richtig. Das ist ein Kriegsschiff, offensichtlich. Nun gut. So, wir werden mal hinten das Beiboot nehmen, wie gerade der Mr. Navigator gesagt hatte. Und dann werden wir uns mal zum Vorposten der Plünderer begeben. Und wir müssen wohl dahin. 34 Meter, 41 Meter in die Richtung. Also machen wir das mal und schauen uns da mal um. Wir sollten vielleicht auch mal auf die Karte kurz noch schauen, warum wir da eigentlich zwei Symbole haben. Machen wir das mal. Uns hetzt ja keiner. Also gucken wir mal auf die Karte. Wir haben ja definitiv zwei Symbole. Und da heißt es bei beiden, Marx, beschafft dir den Lenkchip. Also haben wir wohl zwei Möglichkeiten, daran zu kommen. Na gut, finden wir gleich raus. Wie? Also schauen wir mal. Da sind wohl die Plünderer. Das ist wohl der Vorposten der Plünderer.
Ja, wir hatten ja schon beim letzten Mal mit dem Watz geschaut. Also gucken wir mal, mit wem wir da reden können. Mandy Stiles. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Okay, jetzt können wir fragen, gehörten die nicht zu dir? Oh gut. Oder wir können sie mal eindringlich darauf hinweisen, dass wir fast draufgegangen wären. Ja, machen wir das mal. Ein paar von euch haben mich fast umgebracht. Wir haben diesen Verrückten gesagt, dass sie nicht angreifen sollen. Es ist nicht unsere Schuld. Aber als du auf die Constitution gekommen bist, sind sie völlig ausgetickt. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Tja, vielleicht war es der Voltanzug. Gut, jetzt können wir mal fragen, ob das wichtig ist. Nicht antworten oder wir können sagen, dass wir US-Bürger sind. Ich glaube, das würde sie sehr verwirren. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Sagen wir mal, wir sind US-Bürger. Er wusste, dass ich Amerikaner bin, also hat er mich einberufen. Amerika? Ist das nicht so ein alte Welt-Unsinn? Aber wie auch immer, du hast es also von innen gesehen, hm? Die Beute, die fette Ladung, die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Aha, okay. Also, das mit der alten Welt hat sie offensichtlich als Unsinn abgetan und ist wohl nur an Kronkorken interessiert. Und fangen wir mal, ist das Bergegut wertvoll? Ist der Kram da drin denn wirklich so wertvoll? Nun ja, wir könnten Diamond City mit diesem Zeug monatelang versorgen. Wir müssten nie wieder in der Gosse betteln. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Na, so wertvoll ist das Zeug nicht, was wir da gesehen haben. Aber egal. Jetzt können wir sie fragen, was sie glaubt. Vage bleiben oder nach dem Längsschiff hier wohl direkt fragen. Oder der Frage ausweichen. Wir fragen erstmal, was glaubst du? Was glaubst du, was er gesagt hat? Keinen blassen Schimmer. Das einzige Mal, dass wir mit ihm geredet haben, hat er uns irgendwas von Kiel holen und so einen Mist zugeschrien, während seine Roboter über uns herfielen. Und was hat er gesagt? Aha, okay, die Frage müssen wir wohl beantworten. Dann würde ich sagen, antworten wir, dass wir den Lenkchip zurückhaben wollen. Deswegen sind wir ja schließlich hier. Ironside sagt, du hättest einen Lenkchip gestohlen. Er will ihn zurück. Sein Lenkchip, richtig. Weißt du, wofür er ihn braucht? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Ich weiß nicht, wer hier verrückt geworden ist. Und ich glaube, die beiden nehmen sich da vielleicht nicht wirklich viel. Jetzt können wir nach diesen Raketen fragen, aber das sind die Antriebe, die wir schon an der Seite der USS Constitution gesehen haben, wohl? Ich stehe hier nicht, weil es so gesund ist. Bleiben wir mal vage, sagen wir mal na und? Er will also eine Rakete bauen. Das kannst du nicht ernsthaft wollen. Scheiß auf diesen Roboter und arbeite für uns. Hier gibt's noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit dir. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Die Lady hat ein Ticket an Bord, also halt's Maul. Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören. Okay, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns wohl zu entscheiden für die Plünderer oder für Ironsides bzw. für die Roboter. Und wir können nach einer Belohnung fragen. Machen wir das erst einmal. Was springt für mich raus? Dass ich das mal sage. Aber die Roboter sind so albern, dass ich den Leuten kostenlos helfen würde. Was will dir die Blechdose denn bezahlen? Ein paar bescheuerte Dublonen? Schließ dich uns an und du schwimmst den Kronkorken. Also, bist du dabei oder nicht? Okay, also wir müssen uns jetzt hier wohl wirklich entscheiden. Wir können jetzt das Gespräch wohl verlassen und sagen, wir denken nach. Oder wir können uns wirklich jetzt für eine der beiden Seiten entscheiden. Und da Kate offensichtlich auf Seiten der Plünderer ist, würde ich mal sagen, wir tun erst einmal so, dass wir uns mit den Plünderern verbünden. Ja, bin dabei. Wie lautet der Plan? Gott sei Dank. Ich dachte fast, du würdest dieses Piratending glauben. Das ist die richtige Entscheidung. Seit Monaten reiße ich mir hier den Arsch dafür auf. Ich lasse mir von dem Grünschnabel nicht meine Kronkorken klauen. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen sie, Davis. Wir müssen die Raketen sabotieren. Wenn sie in die Luft gehen, sind die blöden Kanonen offline. Wenn du Raketenteile für die Blechdose findest, bring sie erst zu mir.
Davis wird sie dann speziell verbessern. Aha. Okay, jetzt können wir hier sagen, Energiesystem repariert, mich nicht hintergehen. Wir sehen uns. Sagen wir einfach, wir haben das verstanden. Verstehe. Der Lenkchip ist im Spind. Du solltest unseren Deal nicht brechen. Nun gut. So, jetzt können wir uns wohl den Lenkchip holen. So, der ist im Spind. Aha, okay. Da hinten ist ein Questmark. Den können wir uns jetzt wohl einfach mitnehmen. Schauen wir mal, da ist der NX42 Lenkchip. Großartig. Den haben wir. Und jetzt sollen wir den Lenkchip installieren. Das heißt, wir müssen zurück zur USS Constitution und ihn dort anbringen. So, jetzt hoffe ich, war das die richtige Entscheidung. Und wir können uns trotzdem mit den Robotern, ja, hier gütig einigen. Und auch mit den Plünderern. Auf jeden Fall haben wir eine friedliche Lösung hingekriegt erst einmal. Und mussten, ja, uns hier nicht den Lenkchip mit Gewalt nehmen. So, das Boot ist unten. Wir fahren wieder nach oben. Wir sollen ja wohl auch nach oben. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Müssen wir hier rein? Nee, das ist kein Questmark. Da hinten ist es. Also haben wir hier wohl das Lenksystem. Nein, das Kernsteuerungssystem. Aktivieren wir das mal. Der Lenkchip wurde entfernt und jetzt sollen wir wieder mit dem Navigator sprechen. Aha, da steht er direkt. Das ist ja sehr bequem. Gut, dann reden wir mal mit Mr. Navigator ein weiteres Mal. Hey, Navigator. Ahoi, Soldat. Chip zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. Okay, wir haben erstmal eine Belohnung von 250 Kronkorken erhalten. Wir haben das erstmal abgeschlossen und jetzt können wir nach dem Sender fragen. Na, machen wir das mal. Die brauchen offensichtlich noch weitere Hilfe hier. Was stimmt mit dem Sender nicht? Diagnose ergebnislos. Kein funktionstüchtiger Mr. Handy für genaue Analyse verfügbar. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Madam. Alles klar, jetzt sollen wir den Poseidon-Radarsender ersetzen oder reparieren. Das ist wohl direkt hier das Lenkradar, was wir hier haben. Naja, schauen wir uns das mal an. Da heißt es hier, das ist das Radar des Lenksystems, das vom Schiff der Küstenwache stammt. Praktisch alle Komponenten wurden repariert oder ausgetauscht. Lediglich der Poseidon-Radarsender ist noch beschädigt. Es handelt sich um ein seltenes Stück, das nur in Poseidon-Anlagen verwendet wird. Ein extrem fähiger Ingenieur könnte den Sender möglicherweise auch reparieren. Also haben wir hier wieder die Möglichkeit zu improvisieren. Da würden wir jetzt Intelligenz 9 oder höher benötigen, um den Transmitter zu reparieren. Nun gut, ich weiß nicht. Müssten wir jetzt eigentlich haben, wenn uns die Option hier angezeigt wird, weil die Optionen tauchen nur auf, wenn die Werte entsprechend hoch sind. Ja, dann probieren wir es doch mal, ob wir den Transmitter reparieren können. Du lötest im kaputten Radarsender Platinen zusammen und verbindest Drähte. Nach ein paar Augenblicken flackern einige LEDs auf und das Radarsystem meldet volle Einsatzfähigkeit. Großartig, haben wir das doch schon erledigt. Die Sache hier mit dem Poseidon-Radarsender und jetzt sollen wir wieder mit dem Navigator sprechen. Jetzt möchte ich mal ganz kurz in den Pip-Boy schauen und mal in unsere Skills schauen. Hier haben wir die Intelligenz. Jetzt soll ich mal gucken, was wir für einen Wert haben. 8 haben wir. Und wir haben, ja, das ist so gut. Wir haben auf einem unserer Rüstungsteile einen kleinen Bonus auf Intelligenz und, glaube ich, Charisma auf einem Teil. Wir schauen mal ganz kurz, welches das war. Wir gehen mal ganz kurz in die Kleidung. Das hat uns jetzt hier tatsächlich geholfen. Genau, da ist die Kampfrüstung, der rechte Arm mit +1 auf Charisma und Intelligenz. Großartig, dass wir das Teil haben. Sonst hätten wir das jetzt hier so nicht erfüllen können. Ahoi, Soldat! Oh. Lenksystem voll funktionstüchtig. Belohnung erteilt. Es ist notwendig, mit dem Captain ins Gespräch zu kommen, Madam. Okay, gut, wir haben das abgeschlossen. Mr. Navigator hat das wohl bemerkt und uns direkt selbst angesprochen. So, wir sollen wieder mit Ironsides reden. Na, dann machen wir das mal. Da steht der große Kerl. Reden wir mal mit dem Captain. Sie waren unserem edlen Schiff von großem Dienst. Ich freue mich, dass Sie den Lenkchip ohne Blutvergießen zurückholen konnten. Obwohl die Plünderer uns große Verluste beigebracht haben, muss unser Ziel edler sein als Rache. Okay. Also, wir haben es jetzt geschafft, erstmal die Sache so weit friedlich anzugehen. Jetzt sind wir erstmal mit den Plünderern verbündet. Und jetzt können wir die Plünderer auch betrügen. Ja, sagen wir das mal.
Die Plünderer wollten mich davon überzeugen, deine Rakete in die Luft zu jagen. Sie wollen die Ehre des Militärs anfechten? Viel tiefer können sie nicht mehr sinken. Ich sollte ihre Bemühungen wohl mit einer letzten Aufgabe belohnen. Wir sind eine Haaresbreite davon entfernt, zu unserer heiligen Mission aufzubrechen. Okay, was ist los? Fragen wir danach mal. Kannst du mir jetzt sagen, was los ist? Erfüllen Sie Ihre Aufgabe, dann erzähle ich von unserer Mission. Bis dahin, Schweigen. Wachsamkeit. Das Schiff benötigt Turbopumpenkugellager von einer Fabrik in der Nähe. Das ist zweifellos eine gefährliche Mission. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es schaffen werden. So, wir haben jetzt den Quartierschlüssel des Captains erhalten und wir sollen Turbopumpenkugellager besorgen. Okay, nur dann machen wir das mal. Und bei einer Fabrik in der Nähe, hat er gesagt. Also schauen wir mal in den Pip-Boy, wo wir hin müssen. Die Quest sollte ja jetzt auch aktiv sein. Das heißt, es sollte uns direkt angezeigt werden. Nun gut, können wir uns auch direkt auf der Karte anzeigen lassen. Aha, ist das tatsächlich. Das ist die Corvega-Fertigungsanlage. Da müssen wir dahin zurück. Oh, das ist aber ein Stückchen weg. Ja, wir sind hier drüben bei der USS Constitution. Wir müssten an Bunker Hill vorbei, am AADTSL-Regionalbüro vorbei, bei Watts Haushaltselektronik vorbeischauen. Schade, dass es den Teil da nicht da gibt. Nö, Mars Keys and Center Mühe, geht ja. Und da in der Nähe ist Grey Garden. Das ist ja nicht so schlecht. Also da sollten wir eigentlich relativ schnell hinkommen. Ist, glaube ich, auch eine gute Stelle, um zu erwähnen, dass wir in diesem Let's Play ein Soft Survival spielen und keine Schnellreisen benutzen dürfen. Daher müssen wir uns zu Fuß dahin auf den Weg machen. Ja, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Ich wollte eh nochmal nach Bunker Hill und dort etwas kaufen. Fahren wir mal runter erst einmal und begeben wir uns mal rüber nach Bunker Hill. Wir sollten eigentlich da lang laufen können. Und hier irgendwie mal, ja, hinter dem Lager der Plünderer vorbei. Und dann werden wir uns mal nach Bunker Hill begeben. Nein, wir ducken uns erst einmal. Hier vor uns liegt eine Mine auf dem Boden. Schauen wir mal mit dem Watz. Da ist eine. Schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. Da ist eine weitere. Okay, da sind auf jeden Fall zwei Minen. Das finde ich ja sehr interessant. Nun gut, jetzt möchte ich die hier nicht mit der Waffe entschärfen. Nehmen wir uns die mal mit. Ich möchte sie... Oh, da ist noch eine weitere. Okay. Nehmen wir uns die hier mal mit und versuchen die erstmal zu entschärfen. Das hat gerade noch so funktioniert. Da hat es so schon ausgelöst. Mal schön, dass das funktioniert. So, die ist auch eingesteckt. Haben wir eine weitere? Sieht erstmal nicht so aus, wie dann können wir aufstehen und uns mal... Ne, da ist noch eine weitere. Ducken wir uns nochmal und versuchen auch diese hier zu entschärfen. So ist eingesteckt. Sehr schön. Na, das war ja was. So, kommen wir jetzt hier hoch. Ja, da links ist eine Treppe. Sehr schön. Obwohl, da müssen wir doch einen kleinen Umweg laufen. Na gut, schauen wir hier noch in den Mülleimer. Ne, tun wir nicht. Ach, wir sind wieder hinter dem Lager der Plünderer. Na, gut. Wir haben es dem Captain gesagt. Also, damit kann ich jetzt leben. Das sorgt für ein ruhiges Gewissen. Schauen wir mal weiter. Wir haben noch einen Mülleimer, ein Spielzeugauto und eine Glühbirne. Du magst altes Zeug, richtig? Verstehe ich nicht. Die Zeit ist doch schon längst vorbei. Ja, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass Kate nicht gefallen hat, dass wir uns mit den Plünderern verbündet hatten, obwohl sie eigentlich gesagt hat, dass, ja, sie die Roboter nicht unterstützen würde. Also, dass sie die merkwürdig findet, albern findet. Und deswegen auch kostenlos mit den Plünderern zusammenarbeiten würde. Nun ja, egal, was hätten wir sonst machen sollen? So, wir sind in Bunker Hill zurück und wir sollten uns als erstes mal ins Charisma-Outfit werfen. Also sprich, Agatha das Kleid anlegen, die Brille mit schwarzem Gestell und wir setzen uns den Melee-Zug wieder auf. Und dann werden wir mal mit Kate reden. Die hat schließlich ein bisschen was ich verkaufen möchte. Da ist Kessler, Bürgermeisterin Kessler und da ist die gute Kate. Reden wir mal mit ihr. Hey, ja? Und dann handeln wir auch noch gleich mit ihr. Oh, klar. Gib schön deinen Müll her. Ich möchte dir eigentlich ein bisschen Müll abnehmen, Kate. Ich möchte auch mal schauen, ob wir für sie hier nicht ein paar Schrotpatronen bekommen. So, nehmen wir aber erst einmal das Kampfgewehr hier ab und den nachtaktiven Raketenwerfer. Und dann hatten wir doch beim letzten Mal eine Harpunkanone gefunden. Die möchte ich gerne Kate ins Inventar packen. Und dass sie die für uns erst einmal trägt, die möchte ich erstmal nicht loswerden. Also die schnellziehbare Harpunkanone hier, die hatten wir bei einem legendären Plünderer hier beim Angriff auf die USS Constitution gefunden. Und die möchte ich einfach, wie gesagt, gerne aufheben. Lange Rede, kurzer Sinn, packen wir die mal Kate ins Inventar. So, haben wir das auch schon? Und dann gehen wir uns mal umschauen. Ich glaube, wir sind schon wieder abends hier, das ist ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, hier steht noch irgendein Händler, also vor allem Mama die Depp. Okay, da hinten ist jemand.
Das ist... Moment mal, die kennen wir doch. Die haben wir doch schon mal vor Diamond City getroffen. Cricket, glaube ich. Mal gucken. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Cricket war Waffenhändlerin, glaube ich. Das ist genau der richtige Ort für eine Pause. Reden wir mal mit ihr. Cricket. Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Ja, gucken wir mal, was sie im Angebot hat. Klar, ich schau mal, was du hast. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen, nur für dich. Auf jeden Fall sollte sie wohl auch ein paar Patronen haben. Fangen wir mal damit an, uns mal hier nach Schrotpatronen umzuschauen. Da haben wir 52 Schrotpatronen, die würde ich gerne komplett kaufen. Mal sehen, was du dafür haben willst. 260 Kronkorken, nehmen wir ihr die mal komplett ab. Und wir können mal schauen, ob sie nicht auch Harpunen hat. Nee, hat keine Harpunen. Dann hätten wir unsere Harpunenkanone mal ausprobieren können. Schade eigentlich. Nun gut, schauen wir mal, was wir ihr verkaufen können. Verkaufen wir ihr mal die Splitterminen, die wir gerade eingesammelt haben. Die möchte ich gerne loswerden. Da müssten wir jetzt noch 173 Kronkorken zahlen. Machen wir das einfach. Wir haben hier noch Kronkorken. Wir müssen jetzt hier nicht alle rausschlagen. So, sehr schön. Sind wir schon mal ein bisschen was los geworden. Beziehungsweise haben Schrotpatronen für Kate. Und jetzt wundert mich das ein bisschen, dass Depp nicht an ihrem Stand hier ist. Mit ihr hätte ich ja nie geredet. Denn sie hat eine 10mm Pistole, die ich gerne kaufen möchte. Da ist sie. Sehr schön. Gut, mal sehen, ob sie zum Handeln aufgelegt ist. Hey, wie geht es dir? Uns geht's gut. Aber sie möchte schon mal nicht handeln. Na, mal sehen. Versuchen wir nochmal. Setz dich erstmal hin. Das ist ein bisschen schade. Was kannst du heute anbieten? Aha, okay, sie möchte nicht reden, aber mit ihr handeln können wir dennoch. Okay, so, also wie gesagt, sie hat eine 10mm Pistole, die ich gerne kaufen möchte. Die können wir dann, ja, wir müssen uns ja jetzt in Richtung Koffiger Fertigungsanlage auf den Weg machen, in Grey Garden mal modifizieren. Langrede, kurzer Sinn, ich möchte ihr den Freund des Ödländers kaufen. Verursacht 50% mehr Körperteilschaden. Finde ich etwas besser als unsere 10mm Pistole. Das war auch eine legendäre, aber die hat nur eine Chance von Verkrüppelung auf Beine, wenn ich das jetzt mir richtig gemerkt habe. Schauen wir mal, da ist sie, der Kniekracher. Plus eine 20% Chance auf Verkrüppeln des Beins des Gegners. Finde ich jetzt einen recht schwachen Mod. Da finde ich den Freund des Ödländers besser und der kostet auch nicht viel. Hier nur 1273 Kronkorken. Legen wir uns den mal hin. Und dann werden wir ihr mal dafür im Gegenzug das abgehärtete Kampfgewehr geben und den schweren nachtaktiven Raketenwerfer. So, dann müssen wir jetzt noch 128 Kronkorken bezahlen. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir noch etwas verkaufen können. Wir sollten ein bisschen was auf jeden Fall haben. Wir haben hier 5 aufbereitete Wasser, die möchte ich gerne loswerden. Halbe Pfund jeweils, das muss nicht sein. Und wir sollten auch noch einiges an Hundekeulen haben. Schauen wir mal, Köterkeulen, um ganz genau zu sein. Verkaufen wir die 13 Stück hier mal. Dann kriegen wir sogar noch 23 Kronkorken. Gucken wir mal kurz weiter, ob wir hier noch was anderes haben, was sich lohnt. Wir haben hier Meyerlurk Eieromlaps. Nun gut, 0,1 Pfund, das lohnt sich nicht. Meyerlurk Fleisch, Mutantenhundenkeulen, da können wir mal eine oder zwei essen. Ach ja, wir könnten noch sicherlich ein Steak verkaufen. Wir haben 15 Rat-Scorpion-Steaks. Das ist ein bisschen sehr viel. Ich würde mal sagen, davon verkaufen wir auch mal ein paar. So, da würde ich sagen, heben wir einfach mal die Hälfte ungefähr auf, verkaufen wir ihr 8, also behalten wir 7. So, dann haben wir noch ein bisschen Red-X. Da würde ich auch sagen, so viel brauchen wir nicht, verkaufen wir auch noch mal ein bisschen was. Und dann schauen wir auch noch mal ganz kurz bei ihr in die Munition rein, würde ich sagen. So, verkaufen wir ihr noch 9 Red-X, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz bei der Munition hier bei Depp rein, ob sie auch noch ein paar Schrotpatronen hat. Großartig, dann nehmen wir ihr die auch noch ab. Und dann schauen wir mal weiter hier bei unseren Hilfsmitteln, ob wir noch etwas loswerden können. Oh, da ist noch ein Stealth Boy. Der kann auf jeden Fall weg. Und wir haben 26 Red Away. Das ist sehr, sehr viel. Die brauchen wir wohl nicht. Wiegen zwar jetzt auch nicht so viel, aber wir können ja ein paar Kronkorken machen. Dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, wie viel wir hier noch ihr verkaufen können. Sie hat noch knapp 300 Kronkorken. Na gut, da werden wir nur ein paar los. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier auf 282. Oh, das ist ja sich perfekt ausgegangen. Sie behält einen Kronkorken übrig. Gut, dann nehmen wir den Handel jetzt einfach mal an. Sehr schön. Das hat ja großartig geklappt. Ist das ein Pip-Boy? Die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ja, das ist ein Pip-Boy. Tja, was wohl noch nicht in einem Vault. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz rüber zur Ärztin gehen und mit ihr auch noch reden. Okay, sie ist nicht an ihrem Stand.
Mal gucken, ob wir sie finden können. Hat sie sich hingelegt? Nee. Also, sie ist nicht da. Das ist ein bisschen schade jetzt. Können wir jetzt nochmal ins Hotel gehen? Da hatten wir ja ein Problem. Hast du ein Problem? Fragt er, ob wir ein Problem haben. Nee, wir hatten mal ein Problem hier. Ich suche nach Aufträgen. Das ist schön, aber wir haben keinen für dich. Außer du möchtest dich einer unserer Siedlungen anschließen. So, schauen wir mal hier an der Bar vorbei. Ja, hier gab es mal ein Problem. Als wir das erste Mal hier waren, hat uns Tony Salvodi ein Zimmer vermietet und uns das nicht gegeben. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Beim ersten Besuch in Bunker Hill kann man das Zimmer nicht mieten und einem werden die 10 Kronkorken auch nicht abgezogen. Aber man bekommt auch das Zimmer nicht. Nun gut, fair. Also, man wird nur in die Irre geführt. Ja, jetzt könnten wir uns hier nochmal ein Zimmer suchen. Aber das muss nicht sein. Wir haben ein bisschen was verkauft. Aber ich möchte nochmal ganz kurz einen Blick in die Runde werfen, ob das hier nicht irgendwo Werkbänke gibt. Bisher habe ich hier keine gesehen. Weder eine Kochstelle noch etwas Ähnliches. Das möchte ich nochmal kurz nachholen. Wir haben ja schließlich wieder einen kleinen Marsch vor uns. Bevor wir dann uns in Richtung... ja, Koffiger Fertigungsanlage begeben. Nee, aber hier scheint es tatsächlich keine Werkbank zu geben. Nur die Werkstatt, die wir ja potenziell uns freischalten können. Hey, hallo. Ach, da ist Kate. Sehr schön, mit ihr wollte ich doch sowieso handeln. Halten wir uns besser fern von dem Teil. Es sieht aus, als könnte es jeden Moment umfallen. Was meinte Kate jetzt? Was könnte umfallen? Der Obelisk? Ja, der könnte wirklich gleich umfallen. So, jetzt wollte ich eigentlich mit Kate handeln. Also der Mutter von der Kleinen, die uns hier die Führung geben wollte. Mal sehen, ob sie mit sich handeln lässt. Sie soll mal nicht weglaufen. Unglaublich, dass ich dir die Tour kostenlos gegeben habe. Lass mich mal sehen. Wo tut's denn weh? Wir wollen nur mit dir handeln. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Okay. Ja, offensichtlich hat sie nicht viel mehr als Stimpaks. Ein bisschen Redaway, ein bisschen Redex. Aber leider keine Schrotpatronen. Nun gut, dann haben wir das. Dann sind wir mit ihr hier fertig und dann können wir uns beim nächsten Mal von hier aus wieder auf den Weg machen und das, wie gesagt, in Richtung Grey Garden bzw. in Richtung der Korweger Fertigungsanlage. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Wir haben uns erstmal um die grundlegenden Reparaturen der USS Constitution gekümmert. Wir haben einen Pakt geschlossen mit den Plünderern, würde ich mal sagen, aber die sind auch gleich wieder an Captain Ironsides verraten. Bin gespannt, auf was das noch ausläuft. Wir müssen uns jetzt ebenfalls erst einmal zur Korweger Fertigungsanlage auf den Weg machen. Und ich denke, dort dürfte mittlerweile auch Respawn sein. Das heißt, wir dürften wieder Raider haben. Ist lange her, dass wir da waren. Weiß nicht, wann das war. Ist aber wirklich schon eine ganze Weile her. Wir hatten ja damals da ein Raider-Problem für Ten Pines Bluff gelöst, würde ich mal sagen. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen noch eins zum Schluss. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal direkt loslaufen. Wir werden mal unsere Charisma-Ausrüstung noch ablegen, beziehungsweise uns wieder unsere Rüstung anlegen. Dann sind wir gleich fürs nächste Mal hier gewappnet, beziehungsweise richtig ausgerüstet und können direkt loslaufen. So, wir sollten alles angelegt haben. Sehr schön. Wir sind wieder anständig fürs Ödland gekleidet. Und dann wird es damit also dem Weg in Richtung Korweger Fertigungsanlage und Grey Garden beim nächsten Mal weitergehen. Für heute war es das. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.